Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Gleich zu den neuesten Nachrichten. Ja, was wir heute lesen konnten bei Borg Heide News war natürlich, die Post schließt. Das ist natürlich im Borg Heide ein Drama, weil rundherum gibt es nichts mehr. Man muss bis nach Brück oder Beditz fahren, um dann wieder Pakete oder sonst was aufgeben zu können. Wir werden sehen, ob hier irgendwas passiert. Man konnte halt lesen, dass die Poststation am 31.03. geschlossen werden soll. Laut Infos vom Bürgermeister sucht die Post wohl einen neuen Betreiber an einem anderen Standort. Wir werden sehen, ob sich da irgendwas findet. Jedenfalls die Firma Bimberg, wo die Poststation bis dato noch zu finden ist, bedankt sich bei ihren Kunden. Das Elektrobüro und Schreibwarengeschäft bleibt weiterhin bestehen, wie man hier lesen kann. So, dann gibt es noch ein paar Jobgesuche hier in Borgheide und Umgebung, in Borgwalde. Unter anderem sucht der Frisiersalon Friedrich in Borgheide Mitarbeiter, und zwar eine Friseurin oder ein Friseur für 30 Stunden bei guter Bezahlung. Und zwar das natürlich ab sofort. Gern auch Junggesellen, Junggeselle oder mit Berufserfahrung. Und bitte meldet euch im Salon Friedrich in Borgheide, Turnieraue 4. Dann gibt es ein Stellengesuch von der Physiotherapie von Angelika Ott mit ihrem Team in Borgwalde. Auch die suchen dringend Mitarbeiter. Wer da Interesse hat, meldet sich in der Praxis am Astrid-Lindgren-Platz 1 in Borgwalde. So, dann gibt es noch Infos für den nächsten Sonntag. Da startet endlich der besondere Abend in diesem Jahr in seine Saison. Und zwar ab 17 Uhr im Musikraum der Grundschule Hans Grade. Diesmal geht es um Meisterwerke der Romantik von Celia Schan und Florian Fries. Der Eintritt ist frei und wie immer wird um Spenden gebeten. So, 17 Uhr am Sonntag im Musikraum der Hans-Grade-Grundschule. Und nun kommen wir zur Nachlese der Beamer-Show am letzten Sonntag. Abenteuer in Afrika war das Thema gewesen. Ein gut gefüllter Saal ist wohl die beste Belohnung. Der Marcel hatte richtig Lampenfieber vor der Veranstaltung. Viele Interessierte an seinem Abenteuer kamen und machten die Veranstaltung zu einem sehr gelungenen Highlight. Da die Auswahl und die Auswahl der Bilder und Videos durch die Masse zu einem nervenaufreibenden Endspurt in der Vorbereitung mutierte, ich selbst war noch am Sonntagnachmittag bei ihm gewesen, habe nochmal mit drüber geschaut, war die avisierte Zeit von 2 Stunden denn auch nicht wirklich zu halten gewesen. Glatte 2,5 Stunden dauerte die Show und er erzählte natürlich vom Weg von Borgheide nach Banjul. Durch die kurzweilige Berichterstattung und Unterstützung von den Machern von Borgheide, News TV Matze und natürlich mir selbst, wurde die Show dann auch gar nicht langweilig, zumal das Hotel die Gäste mit einer guten Speisekarte und Getränken bei Laune gehalten hat. Danke an alle, die zum Gelingen des Vortrages beigetragen haben, und auch danke an das Publikum, das uns mit Spenden unterstützt hat, und wir sind natürlich hochzufrieden. Es war eine richtig gute Veranstaltung. Auch Marcel ist erleichtert, dass er diese Herausforderung souverän gemeistert hat, denn er ist ja nun nicht jemand, der ständig vor Publikum große Präsentationen abhandelt. Und 2,5 Stunden ist schon ein richtig gutes Stück. Ja, vielen Dank nochmal. Das hat super geklappt. So, dann kommen wir mal zum Sport. Auch da geht's wieder in die Vollen. Man merkt, der Frühling kommt, der Sommer steht nicht mehr so weit weg. Der BSV 90 ist am Sonntag bei bestem Wetter in die Rückrunde der zweiten Kreisliga gestartet. Zu Gast hatten sie den SV Union Linte, gegen den sie in der Hinrunde 2:1 verloren hatten. Wie das Ganze diesmal ausging, seht ihr hier in diesem Video. Hartmut, das erste Spiel in der Rückrunde 18-19 gegen SV Union Linte. Ihr habt letztes Jahr den als zweiten Gegner gehabt und verloren, 2:1, diesmal 5:2 gewonnen. Aber ganz groß angefangen und dann war irgendwie ein tiefes Loch drin. Was sagt der Trainer dazu? Ja, richtig. Wir haben die erste Viertelstunde Fußball gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben. Wie wir die Spielbesprechung vorher hatten, dass wir Dreieck aufbauen, dass wir den Ball laufen lassen und dass wir uns ohne Ball bewegen. Das haben wir gemacht und da sind 3 Tore gefallen in einer Viertelstunde. Warum die Jungs plötzlich das eingestellt haben, das ist
ja, das kann man immer nicht so richtig ja. verstehen. Ne? Ich habe das in der Halbzeitpause dann nochmal ansprechen müssen, ganz deutlich sogar. Dann haben wir es in der zweiten Halbzeit in Phasen zumindest wieder einigermaßen hinbekommen, dass wir wieder spielerisch ein bisschen besser wurden und uns nicht dem Niveau von Linte angepasst haben, mit langen Bällen nur noch geschlagen. Und zwangsläufig fielen wieder Tore für uns. Und das war dann letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg, dass wir dann eben dieses Spiel so siegreich gestalten konnten. Ja, war ja schon nach der ersten Minute das erste Tor im Kasten gewesen. Aber man kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht meckern. Wir können ja glücklich sein. 5-2 gewonnen. Richtig. Das heißt, die ersten 3 Punkte in der Rückrunde einkassiert. Da setzen wir ja schon wieder Maßstäbe für die Rückrunde. Definitiv, da steht ja doch ein Druck hinter der Mannschaft. Und was mir aufgefallen ist, es sind tatsächlich viele gelbe Karten gefallen diesmal. Ach, na ja. Wobei das, ja, so viel fand ich das gar nicht. Wobei ich den Schiedsrichter als gut eingeschätzt habe. Ja. Also wir haben ja schon anderes erlebt. Aber wie du vorhin schon sagtest, dieses Spiel heute, es war sehr wichtig, diese 3 Punkte zu holen, weil wir haben gegen einen unmittelbaren Mitkonkurrenten um den 2. Tabellenplatz heute gespielt und konnten ihn dadurch ein bisschen auf Abstand halten. Es war ein 6-Punkte-Spiel, da vorige Woche Brandenburg, Spielgemeinschaft Brandenburg-Gölze schon ein Nachholespiel verloren hat. Ja. War das heute enorm wichtig, diese 3 Punkte für uns zu holen. Damit haben wir den 2. Tabellenplatz festziehen können. Und das ist auch mal das Wichtigste für mich mit. Okay, nächstes Spiel ist wann? Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag, in 15 Uhr in Schenkenberg. Ja. Okay, wer Lust hat, fährt dahin. Unterstützung braucht die Mannschaft immer. Glückwunsch an die Mannschaft. 5-2, das erste Spiel in der Rückrunde. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, hier weiter aufzusteigen. Ist euer Ziel, ne? Wir wollen das jetzt mal noch schauen. Nicht sagen. Wir schauen mal. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss, bis später. Ja, bleibt nur noch zu sagen, ganz herzlichen Glückwunsch. 5-2 war eine coole Geschichte gewesen. Und Wetter war, wie gesagt, perfekt. Und wir drücken die Daumen für das nächste Spiel am nächsten Sonntag auswärts. Jetzt fehlt mir nur noch fix das Wetter. Matze, wie sieht's aus? Können wir jetzt die Winterklamotten endlich einmotten? Ja, hallo Lutze, hallo Burgheide, hallo Welt. Kommen wir kurz zum Wetter. Ich mache es heute ganz schnell. Ich habe mich von beim Fußballvideo zusammenschneiden ein bisschen verzettelt und mein Rechner hat sich gleich mit verzettelt. Der ist nämlich gleich mal abgestürzt zwischendurch und da war eine Stunde Arbeit umsonst. So, diese Woche haben wir es mit schönen Temperaturen zu tun. Auf jeden Fall bis Donnerstag Temperaturen bis 15 Grad möglich. Nachts kaum noch Frost. Freitag könnte leichter Nieselregen kommen. Meteorologen haben gesagt, mindestens 2 Grad zu warm der Februar bis jetzt. Viel Zeit hat er nicht mehr beim Abkühlen und die letzten Tage wird auch das nicht mehr passieren. Also Winter im Februar, Haken dran. So, ja, was haben wir noch? Außer dem Bild, wie das Wetter wird, die Temperaturen, der Verlauf. Kommt gut durch diese Woche. Tschüss von hier. Ja, hört sich ganz so an. Matze meint, es soll wohl klappen können. Wir schauen mal, ob sich das Wetter noch so hält oder ob der März noch mal kalt wird. Wäre nicht das erste Mal. Das war's jetzt schon wieder am Montag hier von Burgheide News TV. Wir hören und sehen uns wieder am nächsten Montag. Ach, ich will nicht vergessen, ja, Bilder gibt's natürlich auch noch, aber vom Fußball, die kommen allerdings erst später. Ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, die alle zu sichten. Schmeiße ich morgen eventuell bei Burgheide News rein. Ja, also dann bis zum nächsten Montag, wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze und tschüss.